herzlich willkommen zu Miasma Chronicles, ein Spiel aus dem Jahre 2023 zum Zeitpunkt der Aufnahme, auch relativ neu herausgekommen. Ein Spiel von Studio The Bearded Ladies, unter anderem bekannt für Mutant Year Zero, Road to Eden bzw. Seeds of Evil als DLC, das ich auch hier beides auf diesem Kanal Let's Played habe. Und das ist das neueste Werk von ihnen. Zwischendurch haben sie ja auch nochmal ein Spiel gemacht. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Ihr seht, ich bin super vorbereitet. Aber alles so in die gleiche Richtung. Rundentaktik. Sehr sauber umgesetzt. Oder mehr oder weniger sauber umgesetzt. Aber und mit dem Kniff, dass man die Rundenbewegung nur hat, wenn Kämpfe sind. Ansonsten bewegt man sich in Echtzeit durch die Gegend und kann auch schleichen, sich dadurch in gute Positionen bringen oder Kämpfe umgehen. Ja, ihr seht, fortfahren. Ich habe hier schon mal ein bisschen angespielt, aber habe jetzt beschlossen, ich mache jetzt doch ein Let's Play dazu. War mir davor nicht so ganz mit sicher, aber wir machen eins und wir machen ein neues Spiel und sehen hier jetzt 3, 4 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das Ding ist, das Spiel soll sehr schlecht gebalanced sein. Also auf leicht ist es viel zu leicht. Und auf normal ist es dann aber irgendwann auch ziemlich heftig. Wir gehen trotzdem auf Standard. Also das Geschichte wird, glaube ich, zu langweilig. Hier kriegt man nach dem Kampf 100% der Trefferpunkte zurück. Abklingzeiten werden zurückgesetzt. Die Feinde verursachen weniger Schaden und haben weniger Trefferpunkte. Normal bekommt man nach dem Kampf 50% der Trefferpunkte zurück. Die Ablenkzeiten werden hier ebenfalls zurückgesetzt und die Gegner machen regulären Schaden, haben reguläre Trefferpunkte. Ich sagte, am Anfang soll das alles noch ziemlich simpel sein und später dann aber schon sehr schwer, weswegen wir auf Extrem und Alpha Editor auf keinen Fall spielen. Also nehmen wir Standard. So, und jetzt kann man den Spielmodus noch auswählen, entweder teilweise taktisch. Die Trefferchancen von Waffen sind vorhersehbar. Wenn man Feinde flankiert, hat man immer einen garantierten Treffer. Und Deckungen gewähren unabhängig von der Entfernung immer die gleichen Boni. Oder man macht es komplett taktisch. Es ist weniger vorhersehbar mit mehr Spannung. Und die Trefferchancen sind ebenfalls weniger zuverlässig. Ich frage mich, wie eine Trefferchance mehr oder weniger zuverlässig sein kann. Wenn ich eine Trefferchance sauber mache, dann ist eine 50% Chance eine 50% Chance und eine 90% Chance eine 90% Chance. Oder wenn man vielleicht an nichts von denkt, eine 98% Chance eine 98% Chance. Wo ich immer noch 10-mal hintereinander daneben schießen kann, aber es halt sehr unwahrscheinlich ist. Vor allem finde ich lustig, dass es hier dann jetzt komplett taktisch heißt. Also wahrscheinlich sind das die Sachen, ne, dass das Flankieren nicht immer ein Treffer ist und die Deckung wahrscheinlich dann auch von der Reichweite her abhängig sind. Aber ich finde, komplett taktisch klingt schon interessanter. Ich mag es, wenn nochmal so ein bisschen kleiner Drive mit drin ist. Wahrscheinlich werde ich fluchen. Wir nehmen das jetzt aber mal. Chronik 1. Irgendwo in Kentucky. 140 Jahre nach dem Kollaps der großen Stabilität. I can do this. I can do this. Hey, remember your training. Keep her straight. Keep her level. Don't do any hand jazz. Yeah, Diggs. Got it. You sure? She breaks above 100, so don't... Diggs, the glove's reading my brain waves. I gotta keep my mind blank. Oh, right, right. Breaking through a giant miasma wall. Don't need me yapping. Thank you.
You okay? No. Goddamn gloves busted. Damn it! Shit. How many tries is that? 37. Better get started on 38. How you think 38's gonna be different than 37? Mama gave me this glove for a reason. As long as she's on the other side of this wall. Yeah, yeah, yeah. We ain't quitting. We'll find a little brother. We'll find her. Ja, da sind wir auch. Let's get back to town. Fix this glove. Wir sehen, wir sind wieder in einer postapokalyptischen Welt unterwegs. Okay. Alles klar. Das Spiel, was mir vorhin nicht eingefallen ist, Corruption 2049 war es. Ebenfalls ein Spiel in einer Postapokalypse. Gleiches System. Genau, und wir können immer mal wieder Sachen aufheben. Da werde ich aber sicherlich auch noch mal wieder was übersehen. Plastik haben wir bekommen. Ja, und hier haben wir das Miasma, das hier. Miasma sure is angry, swirling like a whirlpool. Beautiful. Don't go near it. Das Miasma, das hier alles zerstört hat. War da irgendwie irgendwas? Hochklettern. Nee, hochklettern müssen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? The gloves buzzing. Like it wants me to reach out and. Elvis, you sneeze into that thing and it'll turn you inside out. Now let's go home. Wir müssen nach Hause. Na gut. Ist das hier eine Truhe? Nee, ne? Nee, nee. Irgendwelche Fässer. Und Fässer sind selten eine gute Sache in solchen Spielen. Außer Gegner stehen daneben. Ja, und Plastik scheint hier die Währung zu sein. So, haben wir hier. Barrier ist still active. We can't get through here. Ja, das ist jetzt aber doof. Dann müssen wir wohl wieder zurück. Und hier entlang. Oh, da ist irgendwas. Gotta find Mama. Sick of being alone. Just want some family. What? You got your family right here. Me. Yeah, but Diggs, you're a... Oh, what? Kick-ass brother. Best brother I could ever have. Ah, you know it. Okay, später kommen wir hier wahrscheinlich noch mal hin. Wir haben ja keine Zugangskarte. Außer wir können jetzt hier eine finden. Rekonstruierte Sprachnachricht. Jen? Audio. Jen! Jen, you there? It's Tommy. Hope to hell you get this message in time. I got the kids. They're shaking up, but doing okay. Annie's asking where Mommy is. I'm telling her you're coming soon. And, well, Max is completely obsessed with his toys, so good call on those. Listen, don't come to the bridge. Police are blocking the roads because, well, there are no roads. Meet me back at your uncle's place. Kids are safe. Everything's gonna be fine. Oh, just one more thing. I need you. Okay. Was haben wir hier? Große Stabilität. Humbly accept this esteemed Peace Prize, not for myself, but for the pioneering spirit of all Americans. We have righted the wrongs of our forefathers, healed the scars that divided us, put an end to hunger,
and war. A renaissance for humankind, a great stability. Now, let us work together to share this American paradise with the whole world. Ja, so ist es wohl. Vielleicht hat es aber auch nicht so ganz funktioniert. Mit der großen Stabilität. Hm. Achso, hier können wir hoch. Oh. So, hier nochmal ein bisschen umsehen. Das gehört halt auch mit dazu, hier ein bisschen zu gucken. Keine Sorge, wir werden auch noch Kämpfe erleben. Oh, da ist was Orangenes. Das habe ich mir im ersten Durchgang gar nicht gefunden. Frieden für immer. Consider for a moment a world without want. A world without war. 50 years ago, this was only a dream. Now, this is our reality. A renaissance for humankind. We call it the Great Stability. We are truly blessed to live in this age. Hm. Große Stabilität, aber stabil. Wir haben die Bankzugangskarte gefunden. Eine Zugangskarte auf die Bank von New America, als Text aufgedruckt ist. Safe House wurde per Hand auf die Oberfläche eingekratzt. Oh. Damit können wir nach unten und diese Tür aufmachen. Cool. Must have been some meeting. Yikes. Ja. Das war's wohl. Dann gehen wir mal wieder runter. Hallo? Das war nicht hier. Okay. Dann können wir, sind von hier gekommen. Ach Quatsch, war nur die halbe Treppe. Oh. Das wäre eine ganze Treppe gegangen, aber nein, war nur die halbe. Jetzt geht's hier. 10 Plastik. Sweet. Fernkampfkumpel. Visier. Erweitert Waffenreichweite um 20%. Im Upgrade-Bildschirm können Waffen und Mods für alle Waffen ausgestattet werden. Ein billiges Visier aus der taktischen Heimsicherheitsauswahl von Dormart. Trotz seines Alters und äußeren Zustands funktioniert es noch wunderbar und verpasst dir einen ordentlichen Reichweitenboost, wenn du es an eine Waffe anbringst. Auf einem verblassten Werbeschildchen steht geschrieben, super gegen Vorgartenpiraten. Okay, fortfahren. Waffenmods kann man den Bildschirm anlegen. Okay, und anpassen. Das machen wir doch gleich mal. Im Bildschirmgruppe sehen wir den Status der Helden. Haben wir Fähigkeiten. Später können wir auch Gruppenmitglieder austauschen. Aber hier haben wir halt im Moment noch nichts. Hier haben wir nichts. Aber die haben hier einen leeren Platz. Dann können wir es hier anpassen. Und jetzt hier den Pferdkampfkumpel installieren und dann haben wir plus 20% Reichweite. Sehr schön. Ausharren. Habe ein sicheres Versteck gefunden. Sicherheitspersonal steht an der Tür bereit. Schöner Ausblick über die Stadt. Sollte vor den Sammlern sicher sein, bis ich die Narbe erreiche. Dann heißt es abwarten, bis die übrigen Editoren kommen. Ob sie es schaffen, das steht in den Sternen. Hier wieder ganz komische Begriffe, die hier genannt werden. Na gut. Werden wir noch erfahren. Vielleicht, was das hier alles zu bedeuten hat, was hier passiert ist. So einen ersten Eindruck haben wir jetzt ja schon bekommen. Hier hinten noch irgendwas Schönes? Yep. Perfekte Welt. Edison Technology has opened the door to a world without hunger. Our food production has become greener than ever. Insect farms absorbing CO2. Seaweed beds eating and digesting microplastics. And AUs, farming in hostile climates.
Welcome to the Age of Unlimited. Klingt ja schon mal gut, ne? Scheint aber nicht so gut funktioniert zu haben. Was zur Hölle? I see it, but I don't believe it. What are those things? Frogs. Frogs walking on two legs, murdering people. Those are not animals. Not people neither. They're monsters. Goddamn monsters. What are they doing with... Wait. Hold on. That's the Vodder family. That was the Vodder family. We gotta deal with these assholes. We don't fight anything we don't understand. We're going home. Hey, you are aware the only way home is through them? Shit. Hey, get Tiger tough, little brother. We about to throw down. Okay, wir haben unseren ersten Kampf. Wir schalten jetzt also in den Rundenmodus. These things are freaking huge. Hey, you wanna get back to town? Pull that trigger. Tiger Tough. Come on. Du kannst jetzt hier schon das sehr schön sehen, das Visier. Kämpfe sind rundenbasiert. Am Anfang jeder Runde erhältst du 2 Aktionspunkte pro Held. Ja. Jetzt können wir hier auf den Gegner schießen. Wir haben hier 2 zur Auswahl. Wir sehen, wir haben jetzt hier eine Chance von 92% und eine kritische Trefferchance von 15%. Hier haben wir sogar eine Chance von 98%. Und wir schießen. So. Leertaste. Jetzt haben wir den zweiten. Auch mit ihm werden wir schießen. Hier haben wir eine Chance von 82%. Hier von 78%. Dann schalten wir den jetzt aber lieber aus. Sicher ist sicher. So, der Frosch darf jetzt. Und trifft mit einem Glückstreffer. Herzlichen Glückwunsch. Partial cover. Shoot him anyway. You might get lucky. Nah, luck never liked me that much. Okay. Schießen. Gegner, die teilweise in Deckung sind, gewähren dir einen Trefferchance-Malus von 35%, sie zu treffen. Gegner in voller Deckung gewähren dir einen Trefferchance-Malus von minus 75%, sie zu treffen. Deckungen sind nur von vorne effektiv. Wir können jetzt hier schießen, haben wir nur eine 33% Chance. Das macht eigentlich wenig Sinn. Das Ding ist, ich kann aber auch gerade mich nicht bewegen, weil das Spiel sagt, nein, wir sind im Tutorial, du musst schießen. So, und auch hier muss ich wieder schießen. Ja, 41% Chance, das ist halt lächerlich. Aber Glückstreffer. Man kann ja auch vorspulen, aber das müssen wir nicht machen. So, jetzt hat er nicht getroffen. One left. But now he's behind full cover. Can't get a clean shot. Let's flank the bastard. Hit him from the side. Ja. Beweg dich seitlich der gegnerischen Deckung oder dahinter, um sie zu flankieren. Wenn du einen Gegner flankierst, erhältst du einen Trefferchance-Malus von 0%. Mit Scharfschützengewehren triffst du eher über weite Distanzen, während sich Sturmgewehre eher für kurze Distanzen eignen. Die Trefferchancen für Querschläger und Schrotflinten ändern sich nicht durch ihre Reichweite. Okay. Wir sollen jetzt hier hingehen. Dann machen wir das mal. Ja. Und jetzt mal schießen. Haben jetzt eine Chance von 89%, da wir jetzt hier die Deckung quasi flankiert haben. Oder ihn flankiert haben. Und das war's schon. You alive? Yeah, I think so. You? Rockin' and rollin', we made these boys extinct. I don't think so. Look! Find some cover when the time's right. Flank 'em! So, jetzt haben wir, glaube ich, einen freien Kampf. Wir dürfen das gleiche also nochmal machen. Wieder 2 Kaulquappenspeer. Geh in Deckung, um nicht von Gegnern getroffen zu werden. Für deinen Trupp gelten dieselben Regeln wie für den Gegner. 35, 75, 0. Okay.
Wir können natürlich hier in Deckung gehen und haben aber keine so guten Trefferchancen. Hier sind wir jetzt auch nur mäßig gut geschützt. Ne, sprinten können wir auch. Verbraucht zwei Aktionspunkte, halt so die bekannten Sachen. Ne? War nicht gut. Hier werden wir gut gedeckt. Ist die Frage, ne? Geht man jetzt eher auf Defensive oder eher auf Offensive? Wir gehen mal hier hin, damit das so schlau ist. Immerhin 52% Chance. Funktioniert. In dem sind wir, glaube ich, ganz gut. 30. Ah, der kann sogar hier hingehen. Ja, perfekt. Dann können wir nämlich den jetzt hier ausschalten. Mit einer 61% Chance. Hat funktioniert. Adios, amigo! Tiger tough, brother! Auch er kann sich natürlich erstmal bewegen. Okay. Also ich kann ja auch wählen, mit wem ich zuerst angreifen möchte. Und ich denke mal, ja, den kriegen wir jetzt mit den beiden hoffentlich klein. Kriegen wir das mit dem hin, dass wir denn auf den schießen? Vielleicht gehen wir doch erst mit ihm rein. 7%. Stehen wir gar nicht so gut hier, ne? Stehen da gar nicht mal so gut. Das heißt, wir müssen da schon sehen, dass wir so ein bisschen in Deckung bleiben. Muss man eben sprinten. Warte mal. Kann ich mit er hier eine Trefferchance? Der kann ihn da nicht sehen. Okay. Nee, dann bleiben wir hier. Ach, hier haben wir sogar eine 89% Chance. Das ist ja richtig gut. Schießen. Zack. Jawohl. Mit ihm kriegen wir es nicht hin. 7%. Da sind wir am Anfang zu weit nach vorne gerannt. Ja, dann können wir auch sprinten. Was wie Overwatch haben wir leider nicht. Kommt aber später noch dazu. Ja, okay, das war jetzt natürlich nicht so schlau. Für ihn. Und das Gute ist, bei sowas haben wir jetzt tatsächlich eine 100% Chance. Das heißt, er wird jetzt auf jeden Fall erledigt. Kaulquappenspeer. Junge Schnapperkrieger brauchen Zeit, um von der Welt zu lernen und welche Taktiken sie auf dem Schlachtfeld einsetzen müssen. Zu ihrem Pech kann die erste Lektion auch die letzte sein. Okay, damit würde ich sagen, sammeln wir hier noch ein Zeug ein. Ah, wir machen es nächstes Mal. Dann das vergeht ja gleich wieder die nächste Quest. Oder die nächste Story haben hier. Ja, das ist so das Spiel. Vielleicht hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.